Wie findest du das? Oh, weißt du, ich verstehe nicht viel von Skulpturen, Bobby, aber es berührt mich. Thomas? Ich finde, du solltest bei der Musik bleiben, Bobby. Das ist eine Antenne, Mann. Was willst du damit ausdrücken, Bobby? Ich meine, was will die Antenne uns sagen? Sie will uns gar nichts sagen im Augenblick, weil sie nicht eingestöpselt ist. Ich will SBS reinkriegen. Du meinst für mich? Ja, Dagi, ich bin stolz auf dich. Du kommst im Fernsehen, red mir mal. Meine erste echte Schauspieleraufgabe. Keine Aufregung, Dagi, es ist doch nur SBS. Jetzt können wir das wenigstens sehen. Na toll, das erhöht den Zuschauerkreis auf 8. Hallo, Leute. Trace, kennst du dich mit UHF aus? Nein, brauche ich nicht. Ich nehme die Pille. Das ist ein Scherz. Aha. Sag mal, was haltet ihr davon? Ja, genau, das ist perfekt. Das kann ich gebrauchen. Nein, Bobby, doch nicht dafür. Es ist für Anna. Eine Kundin hat es mir geschenkt. Wo ist sie denn? Sie ist noch nicht von der Schule gekommen. Vielleicht lernt sie noch. Sie lernt schon wieder? Sie hat letzte Woche in 2 Fächern eine 1 bekommen. Einige nannten sie schon die Lollipop-Lady. Weil sie alles aufsaugt. Und von wem wird sie so genannt? Nicht von mir. Ich weiß nicht, woher dieser Name kommt. Anna, deine Haare, die sind... so kurz und... so schrecklich. Hallo, Anna. Irgendwas ist anders an dir. Halt! Sag's mir nicht. Du hast neue Schuhe. Sie hat sich die Haare schneiden lassen, Bobby. Ich mach uns einen Kaffee. Noch nicht verraten. Ein Chemieexperiment ist vor dir explodiert. Bei welchem Friseur warst du, Anna? Freddy Krueger? Ich war bei keinem Friseur. Landschaftsgärtner. Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, Nicola Norton hat sie mir beim Nachsetzen geschnitten. Das finde ich aber ein bisschen hart. Sie hätte dich ja auch Papier aufsammeln lassen können. Nicola Norton ist nicht der Name der Lehrerin, Bobby. Sie ist der doofste Kohlkopf in Annas Klasse. Sie ist kein Kohlkopf. Oh, doch. Anna, warum musstest du nachsitzen? Naja, ihr kennt Trigonometrie, oder? Ja, das ist ein geiles Album. Guter Witz, Bobby. Jedenfalls hatte ich einen Test in Trigonometrie und jede Frage habe ich beantwortet mit: Sie sollten's wissen, Sie sind der Lehrer. Ja, oh je, war das geil. Und wieso musste diese Nicola Norton nachsitzen? Sie hat bestimmt so geantwortet wie Anna. Sie wird nämlich Spatzenhirn genannt. Ich mag Spatzen. Tja, und sie nennt dich Frankfurter Würstchen. Und sie hat recht. Anna, was ist eigentlich los? Ich rede mal mit ihr, lass nur. Anna, ist alles schön cool, hä? Ich bin so cool, dass ich Frigid bin. Zoff mit Jungs, Trace. Also wenn Anna Frankfurter Würstchen Thomas, sagt, was ist eigentlich los mit Anna? Ich weiß nicht. Mit den Federn auf dem Kopf kann sie auf den Fasching gehen. Überlass es mir, Trace. Das ist für dich, Anna. B-Modell. Was hältst du von der Antenne, die Bobby macht? Ziemlich gut, hä? Du, Anna, wenn du die Frisur gut findest, dann finde ich sie auch gut, okay? Es ist mir völlig egal, ob es dir gefällt oder nicht. Entschuldige, du musst sicher deine Hausaufgaben machen. Ach, Hausaufgaben sind für Streber. Oh, das muss ich auf Band aufnehmen. Wofür sind die Zigaretten? Hm? Zum Rauchen? Ah, dann legen wir sie gleich wieder weg. Wieso? Weil sie widerlich sind. So wie du, Wurzelmännchen. Anna, jetzt reicht's. Komm, leg die Zigarette weg, bevor Bobby und Tracy dich so sehen. Doug, verpiss dich. Ich stecke meine Nase nicht in deine Küche, also hältst du dich aus meinen Sachen raus, klar? Mach diese Zigarette aus. Nein, ich will es nicht nochmal sagen, Anna. Das ist gut, denn ich habe die Nase gestrichen voll von einem Kruftigesülze. Was hat sie denn? Sie isst doch sonst gerne Sülze. Setz dich. Ich wette 10 Mäuse auf einen Monat Hausarrest. Rauchen und mitten im Wohnzimmer. Du hast nicht mal den Anstand, es hinter unserem Rücken zu machen. Das heißt ja nicht, dass du irgendwas hinter unserem Rücken machen sollst. Eigentlich finden das ja ganz gut, dass du es vor unserem Rücken gemacht hast. Ja, genau. Nein, finden wir nicht. Bobby, tu irgendwas.
Anna, guck dir das an. Ich schäme mich für dich. Menthol. Nur Groupies rauchen Menthol, Anna. Ist das dein einziger Beitrag? Es war dann nur eine Zigarette. Ja, es fiel auch nur eine Bombe auf Hiroshima. Aber dafür kann sie doch nichts. Anna, warum machst du das nur? Weil es überhaupt jeder macht. Wo ist das Problem? Wer ist überhaupt jeder? Nicola Norton? Ja. Was dagegen? Aha. Und es ist irre wichtig, so zu sein wie Nicola Norton. Schon möglich. Richtig. Nein, es ist eben nicht richtig, Bobby. Was ist, wenn Nicola Norton sich entschließt, eine Bank auszurauben? Dann ist sie wahrscheinlich eine reiche Frau, oder? Weiter so. Legst du es auf Hausarrest an? Gut, Trace, mach's einen Monat. Entschuldige mich, Telefon. Hausarrest verpassen ist ein bisschen hart, oder? Es ist nicht nur das Rauchen, Bobby, ihr ganzes Verhalten. Nein, Nicola, ich bin kein Laschi. Es ist nur, man muss sich überwinden zum Tätowieren. Besonders dort. Doppelt oder nichts? Wieso hast du das gemacht? Ich hab gesprochen. Ja, ich hab's gehört. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Da gehe ich gleich zu Nicola, da pusht mir keiner du rein. Du gehst nirgendwo hin, du hast Hausarrest für einen Monat. Ja! Nein, hat sie nicht. Doch, hat sie. Nein, nein, nein. Also, wenn ihr zwei Muftis euch geeinigt habt, dann lasst es mich doch wissen, okay? Ja, mich auch. Hast du völlig den Verstand verloren? Mann, Tracy, sie versucht nur wie ihre Freundin zu sein. Du kannst sie doch nicht bestrafen. Ich bestrafe sie, weil sie frech und ungehorsam ist. Trace. Bobby, untergrabe nie wieder vor den Kindern meine Autorität. Anna! Trace, sie ist da lang. Gut. Hey, verrückte Schwester. Was machst du in der Unterwäsche? Das trägt man so. Also ich nicht. Was willst du? Lässt du dich wirklich tätowieren? Ja, vielleicht. So wie Nicola. Ein Freibrief für alle, die was wollen. Um so zu sein wie Nicola, brauchst du kein Tattoo, sondern eine Gehirnoperation. Verzieh dich. Welch schlagfertige Antwort von einer Ex-Einser-Schülerin. Also, warum bist du jetzt so ein Idiot? Ich bin kein Idiot. Nicola ist meine Freundin. Oh, also muss man ein Idiot sein als Nicolas Freundin. Du bist nur eifersüchtig. Also, was sagst du? Ziemlich beeindruckend, hä? Sehr attraktiv. Ich bin sehr eifersüchtig. Kriegst du das auch im Bett, Bozo? Ich geh doch nicht ins Bett, Schwachkopf. Ich geh in den Aztec-Club. Aber du hast Hausarrest. Und? Du darfst gar nicht rein, du bist noch zu jung. Ach, Nicola kennt den Türsteher. Und wenn er sie angezogen nicht wiedererkennt? Und dann dieser Aztec-Club, das ist ein übler Tanzschuppen. Und wenn Bobby und Tracy es rauskriegen? Dann werden sie es eben nicht rauskriegen, oder Thomas? Ich lass mich da nicht reinziehen. Ach komm, Thomas, gib mir Rückendeckung. Auf keinen Fall. Ich sag dir, ich deck dich auf keinen Fall, Anna. Na gut, aber dafür schuldest du mir was. Deine Tochter verkommt schon langsam. Ach, Trace, dieser selbstgestrickte Haarschnitt und wie sie sich verhält, das hat doch gar nichts zu bedeuten. Das ist eben so eine Phase, da muss sie durch. Bobby, wenn sie sich so aufführt, um ernst genommen zu werden, wo soll das enden? Wir müssen da an einem Strang ziehen. Ich dachte, das machen wir. Nein, machen wir nicht. Ich bin diejenige, die auf sie einplatt und du spielst den Sunny Boy. Ich hab's satt. Nee, das ist Easy Street. Bobby, geh jetzt rein zu ihr und sag ihr, du bist mit dem Hausarrest einverstanden. Oh, sie ist eingeschlafen. Okay, ich sag's ihr. Nein, das geht nicht. Sie ist in Unterwäsche. Nicht, dass ich hingesehen hätte. Weil ich sie ja gar nicht attraktiv finde. Ja, nicht, dass sie hässlich wäre. Sie ist ja meine Schwester. Reden wir aber nicht über Anna, reden wir über mich. Also gut, Thomas. Wie wär's, wenn du mir aus dem Weg gehst, damit ich mit deiner Schwester reden kann? Oh, Bobby, mein Fuß. Ich hab mir den Fuß gebrochen. Hol mir einen Heilpraktiker. Tracy, Hilfe. Thomas, fühlst du dich ganz wohl? Oh, das ist ein Wunder. Ich kann gehen. Das müssen wir feiern. Ich fahre. Eigentlich ist es besser, ich jogge. 1, 2, 3, 2, 1. Ich rufe die Polizei. Anna kennt so jemanden nicht, aber Nicola. Ja, der Typ muss ein ganz widerlicher Kerl sein. Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Anna, ist alles in Ordnung? Klar ist alles in Ordnung, dank Wayne. Spinner. Ihr seid mir Eltern. Ich habe Batteriehühner mit glücklicherem Familienleben gesehen. Nicht jetzt, Wayne. Ich meine, da hänge ich rum im Aztec Club, habe in aller Ruhe einen Orgasmus, ganz in Ruhe.
Das ist ein Cocktail-Zuckerpuppe. Und wen muss ich da sehen? Die Junior-Zuckerpuppe mit Glatze. Und in Unterwäsche. Das ist jetzt modern. Hin und her gerissen, Bobby, weißt du? Rette ich die Tochter meines besten Freundes oder soll ich sie weiter anbaggern, diese heiße blonde Nummer? Ja, du hast das Richtige getan. Danke, Mann. Ja, aber ich war so nah dran. War doch. Das war Nicola, die du da angemacht hast. Du kennst die kleine blonde Zuckerpuppe, Junior-Zuckerpuppe? Sie ist meine beste Freundin. Und wo wohnt sie? Wayne, sie ist 16, Mann. Süße 16. Darauf stehe ich. Wayne, danke für die Hilfe. Wir vergessen das nicht. Ist das alles? Keine Belohnung. Danke, Wayne. Bis dann, Wayne. Jetzt komm, ich zeig dir die Tür. Da ist sie. Ciao, bleib so schön. Du hast es ihnen also gesagt. Ich hab kein Wort gesagt. Ach, du Großmaul. Ich muss jetzt ins Bett. Du bleibst da, wo du bist. Wieso? Du kannst mich nicht zwingen. Es gibt hier Regeln, Emma. Ja, und? Solange du unter diesem Dach lebst, befolgst du sie. Damit bin ich einverstanden, denn ich lebe nicht mehr lange unter diesem Dach. Und was willst du damit wieder sagen? Ich will sagen, ich verpiss mich. Schon morgen mit Nicola. Ich bin 16, ihr könnt's nicht verbieten. Bobby, was sollen wir jetzt tun? Ich meine, Anna hat gesagt, sie fährt mit Nicola mit dem Bus nach Queensland. Wenn wir versuchen, Anna von was abzuhalten, was sie wirklich tun möchte, tut sie es trotzdem und wir haben sie für immer verloren. Vielleicht würde sie es ja überhaupt nicht tun, aber weil wir gesagt haben, sie soll es nicht tun, muss sie es tun. Obwohl sie es eigentlich gar nicht tun will, weil wir gesagt haben, sie soll es nicht tun. Sie ist wie die Feder hier. Hä? Die Feder ist Anna. Oh, eine unheimliche Ähnlichkeit. Und je mehr du versuchst, sie niederzudrücken, umso mehr Widerstand ist da. Und dann... Aber wenn du Anna wachsen lässt, langsam, so, frisst sie dir bald aus der Hand. Sehr gut, Grashüpfer. Also, was sollen wir tun? Wir suchen besser die andere Feder, bevor Dagi mit dem Staubsauger kommt. Nein, mit Anna. Ich gehe und rede mit ihr. Oh, ich weiß nicht, Bobby. Trace, ich weiß, dass Anna in letzter Zeit ganz schön spinnt, aber sie ist das anständigste Kind, das ich kenne. Es wird schon alles gut werden. Oh, Anna, kann ich mal mit dir reden? Über die Fahrt nach Queensland, ja? Ja. Du und Tracy, ihr wollt mir nur sagen, dass ihr stolz auf mich seid, weil ich so vernünftig und verantwortungsbewusst bin, ja? Und ihr wisst, dass ich das Richtige tue. Ja, sowas in der Art. Dann habe ich dir die Luft gespart. Wie meinst du? Ja, keine Sorge. Ich habe mich richtig entschieden. Du gehst also nicht weg? Ich werde das Richtige tun. Also du bleibst hier? Ich bin dort, wo ich hingehöre. Oh, Anna, gutes Kind. Trace, kein Problem, sie bleibt hier. An einem Tag wunderschön, perfekt am nächsten. So, Dagi, ich habe bei der Plattenfirma für die Kinder was abgestaubt. Hier, Poster. Glaubst du, sie stehen auf seinem Fox? Anna ist weg, Bobby. Was? Anna ist nach Queensland, bist du sicher? Ja, ich habe in ihrem Zimmer nachgesehen. Oh, Dagi, was habe ich getan? Ach, Bobby. Nein, es ist meine Schuld. Ich dachte, es ist alles in Ordnung. Ah, Dagi, mein Lieblingsschauspieler. Und Bobby, mein Lieblings... Bobby. Alles klar für das Debüt heute Abend. Ich habe einen Kuchen gekauft. Dann können wir es uns ansehen wie eine glückliche Familie. Die Adams-Familie. Und du spielst Lurch. Trace. Bobby, die richtige Entscheidung war... Ich gehe nach Queensland mit Nicola. Bis irgendwann, Anna. PS, ich kann dich heute leider nicht im Fernsehen sehen, Doug. Was machst du da? Ich rufe jede Busgesellschaft an. Das habe ich schon getan, Trace. Der letzte Bus nach Queensland ist schon weg. Außerdem ist es schon viel zu spät. Das ist nur deine Schuld. Vernünftig, verantwortungsbewusst hast du gesagt. Du hast gesagt, sie wäre eine Feder. Nicht, Tracy. Nicht streiten. Kommt, wir müssen das zusammen lösen. Thomas! Was ist passiert? Ein paar Schulkinder haben mich am Bahnhof zusammengeschlagen. Ich hol deinen Erste-Hilfe-Kasten. Was hast du da gemacht, Mann? Wolltest du Anna aufhalten? Nein, ich hab den Obdachlosen Suppe gebracht. Aber warum schlagen die dich zusammen? Weil sie Schinken und Erbsen nicht mochten, okay? Thomas,
Ich bin stolz auf dich, Mann. Ach, spaß dir, Bobby. Ich hab keine Suppe gebracht. Ja, ich weiß, aber ich find's gut, dass du Erna aufhalten wolltest. Sie haben gesagt, dass jede, die mit Nicola Norton rumhängt, eine Schlampe ist. Woher wollen die obdachlosen Typen das wissen? Die Kerle, die mich verprügelt haben. Einen habe ich zusammengeschlagen. Und die haben dich da getroffen? Hm? Ja. Wenn ich den Obdachlosen nichts bezahlt hätte, dann wäre ich jetzt erledigt. Ich glaube, Erna weiß es zu schätzen, dass du dich für ihre Tugend prügelst. Es ist mir scheißegal, ob ich Erna je wiedersehe. So, jetzt müsste es eigentlich gehen. Shit, da fehlt doch noch was. Ich habe sowieso keine Lust, meine Sendung zu sehen. Ich versuche vielleicht die Polizei nochmal an. Dagi, setz dich hin. Die Polizei hat gesagt, sie kann erst 24 Stunden nach der Vermisstenmeldung was unternehmen. Thomas, hol mal das Werkzeug aus dem Bus, bitte. Ich rufe nochmal die Busgesellschaft an. Ja. Anna, was tust du denn hier? Nicola, die wollte überhaupt nicht nach Queensland. Die redet nur. Und ich habe ihr geglaubt. Tja, ich habe dir gesagt, sie ist nicht dicht. Ja, ich weiß. Ich komme mir so dumm vor. Und jetzt sind alle sauer auf mich. Nein, sind sie nicht. Komm jetzt, komm mit rein. Nein, das kann ich nicht. Alle wollen, dass du kommst. Oh. Nein, das stimmt nicht. Sieh mich an. Ja, du hast recht. Sie wollen die alte Anna wieder haben. Was ist mit deinem Auge? Lange Geschichte. Zusammenstoß mit dem Profikiller. Musste ihn umlegen. Oh, Thomas, ich war ein solcher Idiot. Tja, das ist etwas, was ich von mir nicht behaupten kann. Hey, du darfst nicht so kritisch mit dir sein. Ich hatte so satt, in der Schule aufgezogen zu werden. Nur weil ich Einser kriege. Oh, ich würde alles geben, wenn ich wüsste, wer das aufgebracht hat mit der Lollipop-Lady. Also, wenn ich den finde, Mann. Also, du bist besser als die meisten in der Schule. Was soll's? Ausgenommen mir natürlich. Nicht jeder verfügt über meinen Charme. Charisma, Talent. Ich hatte nur die Idee, dass etwas nicht stimmt mit mir. Oh je. Na, sieh dir doch Bobby an. Ich meine, es ist klar, dass irgendetwas nicht stimmt. Aber möchtest du ihn ändern? Nein. Nein, und ich auch nicht. Also ändere dich nicht. Komm. Totaler Ausfall, Dagi. Das Bild ist viel zu hell. Das ist nicht zu hell, das funktioniert überhaupt nicht. Hallo zusammen. Ah, gerade rechtzeitig für meine Sendung, wenn wir hier das Bild kriegen. Oh, es ist auf SBS, stimmt's? Ja, ja. Du musst es einfach hochhalten, Bobby. Wow, wie hast denn das geschafft? Naja, wie soll ich das erklären? So kriegt's Nicola in ihrer Wohnung. Ist wenigstens was dabei rausgekommen. Hey, da ist es! Da bin ich! Der dritte von links neben dem Hund! Na? Das ist schon. Ja. Naja. Ich wusste, dass uns was gefehlt hat.